Traurig. Verzweifelt. Ängstlich. Ratlos. Das und noch viel mehr belastet die Seele. Zu Hause, unterwegs, hinterlässt Spuren. Im Krankenhaus und auch im Pflegeheim, ganz besonders. Deshalb bietet Kirche Seelsorge an. Dasein, Nahsein, Zuhören, Begleiten, Trösten. Im Vertrauen auf Gott, das tut gut. Deshalb sucht Kirche Menschen, die sich ehrenamtlich in der Seelsorge engagieren. Ein Projekt ist an den Start gegangen. Das heißt, Lebensspuren begleiten. Eine Ausbildung, eine Fortbildung für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Viele Fragen werden darin berührt. Zum Beispiel die Frage, wie kann ich hilfreich Gespräche gestalten? Wie kann ich gut zuhören, dass der andere, die andere sich verstanden fühlt? Wie kann ich mich richtig verhalten? Welche Kriterien gibt es dafür? Wie ist es mit Schuld und Vergebung? Wie ist es mit anderen Fragen, die die Seele betreffen und berühren? Das alles lernen wir gemeinsam in der Gruppe im Kontext von Selbsterfahrung und Praktika. Melden Sie sich an. Lebensspuren begleiten. Ein gutes Projekt für die Seele.